vom geheimnisvollen Untergrund, auf dem unsere Stadt steht, geht für das Forscherteam Wiener Unterwelten eine besondere Faszination aus. Um diese zu teilen, entführen die Forscher Marcello La Speranza und Lukas Arnold erstmals auf eine Tour hinab in den mystischen und sagenumwobenen Untergrund der Wiener Innenstadt. Weil es ist ja wirklich faszinierend, was im wahrsten Sinne des Wortes unter unseren Füßen liegt, wovon die wenigsten wissen. Da freut es uns wirklich sehr, dass wir auch die Hausbesitzer, die Hausverwalter für uns gewinnen durften, weil es wirklich schwierig ist, da die Genehmigungen zu bekommen und heute eben diese exklusive Tour hier. Viele Zeugnisse der langen und bewegten Vergangenheit Wiens liegen im Verborgenen. Und wenn wir eben Zeit haben, gehen wir wirklich von Haus zu Haus, läuten bei den Besitzer, rufen die Verwalter an und fragen, dürfen wir in den Keller schauen? Oftmals ist es eine Enttäuschung, also da hat man dann wirklich einen banalen Hauskeller, sonst nichts. Aber wenn man sowas sieht wie hier, das ist natürlich toll, wenn man solche Funde hat. Aber wir haben öfter wirklich schon komplett verschüttete Geschosse gefunden, wo wir uns wirklich auch reingebuddelt haben. Dann steht man wirklich in Zeitkapseln, in Orten, wo man wirklich noch Artefakte von längst vergessenen Zeitepochen findet. Unter einem Hotel am Petersplatz offenbart sich ein riesiges Kellerlabyrinth mit verwinkelten Gängen. Ursprünglich kreuzte sich hier das sogenannte Luftschutzraumnetz Innere Stadt. Ein kaum lesbarer Vermerk auf einem Ziegelstein verweist auf diese dunkle Zeit. Aber auch hier beim Hotel Wandel, wir sind durch einen ganz unscheinbaren Lieferanteneingang hier hinuntergekommen und dann geht man ein paar Schritte runter, ein paar Treppen hinab und steht in diesem unbekannten Gewölbe, in diesem ungenutzten Gewölbe und das fasziniert mich. Einfach die Tatsache, was wirklich unter unseren Füßen im Verborgenen liegt. Für mich als Historiker und Archäologe sind natürlich die historischen Spuren dieser 2000 Jahre alten Stadt wirklich besonders interessant, weil sie doch auch ein Teil unserer eigenen Geschichte ist. Marcello La Speranza erforscht die Unterwelt seit 30 Jahren. Und gerade hier in diesem einen Keller findet man also wirklich einen Teil von der römischen Festung, genau von der Porta Principalis Textra, wo wir hier wirklich noch die Steine, die alten antiken Steine sieht, die Pflastersteine, die Steinquader, die uns wirklich hier zeigen, hier stand wirklich einmal eine römische Festung, gerade im Zweiten Weltkrieg, da hat man diese unterirdischen Räumlichkeiten gehabt und die hat man natürlich ausgenutzt, die hat man verbunden, gebaut, hauptsächlich von italienischen Militärinternierten, die hier die Aufgabe gehabt haben, die Keller mühsam zusammenzubinden, um hier der Bevölkerung auch wirklich einen bombensicheren Schutz zu geben. Relikte aus vergangenen Epochen will er nicht nur erforschen, sondern auch erhalten. Es wird gern die Gegenwart in den Keller deponiert, vergessen, weg damit, ja. Aber wenn man nach Generationen dann hier hineingräbt und sieht, was wir eigentlich für Spuren hinterlassen haben, ich glaube, das ist doch faszinierend, auch diesen Bereich des Lebens auch weiter zu transportieren.